Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und dieses Bild kennt ihr vielleicht, denn wir hatten in einem der letzten Videos über In-the-Money-Optionen gesprochen und warum das sinnvoll sein kann, In-the-Money-Optionen zu verkaufen. Es gab dazu einen Leserkommentar und darum dreht sich es im aktuellen Video. Also, wir haben im letzten Video, wo es um das Thema In-the-Money-Optionen ging, habe ich gezeigt, wie man die Möglichkeit hat, beispielsweise bei einem Earnings-Trade, der schiefgelaufen ist, dass man dann mit Hilfe eines neu verkauften In-the-Money-Trades jetzt quasi eine Reparaturstrategie durchführt. Und wir haben hier auf YouTube einen Kommentar, sogar zwei dazu bekommen. An dieser Stelle vielen Dank. Also ich freue mich immer sehr über diese Kommentare und die dürfen auch durchaus kritisch sein. Also nicht immer nur sagen, ja, ist alles super, sondern wenn jemand was konstruktiv hier einzubringen hat, sagt, na, ich sehe das ein bisschen anders, dann freut mich das, denn dann können wir quasi hier so ein wenig in Dialog treten. So, und in diesem Kommentar ging es also darum, dass gesagt wurde, ja, okay, aber ist nicht eigentlich so eine Reparatur nur das Schließen eines Trades und dann quasi ein neuer Trade? Also hat denn das eine noch was mit dem anderen zu tun? Und wäre es denn nicht sinnvoller zu sagen, wenn jetzt beispielsweise hier so ein Trade schiefgelaufen ist, also wir hatten ja gesagt, das hier war der Tag vor den Earnings, jetzt kommen die Earnings, man hat hier einen In-the-Money-Put verkauft, Entschuldigung, das war ein Out-of-the-Money-Put und jetzt am nächsten Tag gap das Ganze hier runter, macht also gap hier runter und der wird zum In-the-Money-Put. Sollte man dann nicht einfach sagen, okay, Fail-Trade, zumachen und zum nächsten Trade. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders und ich möchte es natürlich hier auch begründen, wobei ich eins dazu gleich sagen möchte. Ich habe natürlich auch nicht die Wahrheit gepachtet. Also all das, was ich hier sage, was ich hier im Optionsstrategien-Kanal von mir gebe, zu den einzelnen Strategien, zu Möglichkeiten mit Optionen zu machen, das sind halt einfach die Dinge, die ich persönlich im Trading auch nutze, die für mich persönlich Sinn machen, die für mich persönlich erfolgreich sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass es da draußen nicht bessere und andere Wege gibt und vielleicht finden wir die alle noch. Und wie gesagt, ich bin keineswegs abgeneigt, mich auch zu verbessern und weiterzuentwickeln. So, warum glaube ich nicht, oder ich möchte auf diese Kommentare nacheinander eingehen. Der erste war gesagt, okay, der Fehler könnte ja schon allein gewesen sein, dass man sagt, man verkauft hier einen nackten Put. Jetzt muss man sagen, das ist ein prinzipielles oder könnte ein prinzipielles Streitgespräch sein, macht es Sinn, nackte Puts zu verkaufen, ja oder nein? Ich habe schon mal in früheren Videos darauf hingewiesen, dass ich ein Fan des Verkaufs von nackten Optionen bin, wenn man eins berücksichtigt, nämlich erstens, dass man seine Positionsgrößen richtig einhält, weil dann kann man auch solche Dinge, wenn man eine Option ins Geld gibt, relativ gut überstehen und zum anderen, man spart eben unheimlich viele Gebühren, man kommt ein bisschen weiter weg vom Strike, man nimmt mehr Geld ein. Ich habe für mich persönlich herausgefunden, dass es besser ist, nackte Optionen zu verkaufen als Spreads. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen mit der Kontogröße zusammen. Also wenn ich jetzt ein 100.000er Konto oder ein 250.000er Konto trade, dann ist das was anderes, als wenn ich ein 5.000er Konto trade, ganz klar. Aber der eigentliche Punkt, warum sehe ich es nicht so, dass das eine zumachen und einen neuen Trade aufmachen, warum das zwei unterschiedliche Trades sind? Der Grund ist der, wenn ich jetzt hier gesagt habe, der eine Trade ist ja jetzt ins Minus gelaufen durch dieses Gap und jetzt muss ich ihn zumachen und setze an derselben Stelle nochmal einen Trade auf, dann ist es doch so, dass wenn wir diese beiden Trades unabhängig voneinander betrachten, dann ist der erste Trade, können wir sagen, okay, ich mache den hier zu, Verlierer, abgehakt. Aber würde ich denn denselben Trade an der Stelle nochmal aufmachen, wenn es ein unabhängiger Trade wäre, als wenn der eine mit dem anderen gar nichts zu tun hätte? Und da sage ich, nein, das würde ich nicht machen, sondern ich würde ja wieder einen zum Beispiel Out-of-the-Money-Put verkaufen. Genauso wie ich es ja mit dem hier auch gemacht habe. Aber gerade Optionen bieten ja die Möglichkeit, weil sie eben so wahnsinnig flexibel sind, weil man mit denen so viel machen kann, dass man eben auch Trades, die im ersten Schritt schiefgelaufen sind oder nicht so gelaufen sind, wie man sich das gedacht hat, dass man dann im zweiten Schritt, eben indem man entweder andere Optionen dazu nimmt oder diese Optionen rollt, das ist ein ganz normaler Vorgang, also das ist ja eben hier
ein sogenannter, wenn man es also nach hinten rollt, eine andere Laufzeit, das nennt sich Rollover. Das ist also ein ganz gängiger Vorgang beim Optionshandel, der einfach von ganz vielen Händlern so angewandt wird und das eben aus gutem Grund, weil, und das muss man immer noch mal betonen an dieser Stelle, beim Reparieren von Optionen oder von Optionsstrategien geht es eben nicht darum, dass man sagt, oh, jetzt laufe ich mit dem einen Trade falsch und jetzt versuche ich das quasi wieder rauszuholen, um noch einen Gewinn zu machen, sondern es geht immer darum, dass man sagt, ich habe hier einen Verlust und diesen Verlust möchte ich reduzieren, weil, wenn wir uns vorstellen, ich mache im Jahr, was weiß ich, 100 Trades, so, und jetzt wissen wir schon, dass wir ja die Trefferquote nicht so sonderlich gut beeinflussen können. Das heißt, wenn wir ein bisschen trendfolgend handeln, in hohen Volatilitäten verkaufen, werden wir vielleicht eine Trefferquote haben von, sagen wir mal, 65%. Viel besser wird es nicht werden. Man hat mal 70%, dann hat man aber auch mal wieder 60%. Aber wir können nicht allzu viel an der Trefferquote machen. So, das heißt, bei 100 Trades haben wir 35 Verlierer. Und wenn es mir eben jetzt durch diese Reparaturen gelingt, von den 35 Verlierern, sagen wir mal nur die Hälfte, also 17 oder 18, das Minus zu reduzieren, dann erhöhe ich ganz extrem meinen Gewinn. Ich weiß ja, von den 65 Gewinnern kann ich immer nur maximal die Prämie verdienen. Mehr geht nicht. Also das heißt, hier können wir nichts machen. Wo jeder Optionsverkäufer was machen kann, ist an seinen Verlusten und deswegen reparieren wir Trades. Und deswegen ist es eben so, dass dieser gewollte Put in dem Falle aus diesem Beispiel, wir verlinken nochmal das alte Video darunter, damit jeder nochmal, vielleicht wer jetzt denkt, ah, über was reden die, nochmal das erste Video anschauen, dann kommt man hier aufs zweite dann. Weil man eben hier wirklich aus so einer Situation, wenn ich eben hier stehen habe, was weiß ich, minus 500 Dollar, so, dann kann ich eben mit so einer Reparatur, kann es mir eben gelingen, vielleicht aus den minus 500 minus 200 zu machen. Dann habe ich am Ende immer noch ein Minus gehabt, aber mein Gesamtkontostand ist 300 Dollar höher als ohne die Reparatur. Und wie gesagt, Reparatur deshalb, weil dieser Trade ursprünglich mit dem ersten Trade zusammenhängt. Man würde ihn einzeln nicht aufsetzen. Und natürlich hat er vielleicht für jemanden, der das zum ersten Mal hört oder nicht so oft gemacht hat, sagt sich, das ist doch ein viel zu großes Risiko. Aber wenn man eben ein paar Grundregeln beachtet, hat er kein größeres Risiko, sondern es ist einfach ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. In dem Fall war das ja so, dass wir eben gesagt haben, okay, wenn es nach unten geht, dann hat man ganz, ganz häufig, dass es ein paar Tage dann erst nochmal gegenläuft. Und wie gesagt, wir haben im letzten Video da schon ein paar Charts eingeblendet. Jeder, der einfach mal durch die Charts durchschaut, schaut euch einfach an, wie viele Gaps gibt es denn, die gerade auf der Unterseite passieren. Also gerade wenn die Märkte oder wenn der Preis einer Aktie nach Gaps nach unten oder nach Earnings besser gesagt nach unten gap, dann hat man eben extrem häufig diese Korrektur, bevor es dann wieder nach unten geht. Und das können wir einfach nutzen. Und das kann man aber eben nur nutzen, wenn man sagt, okay, ich verkaufe jetzt hier nochmal am selben Strike, um das Ganze eben aufzuholen. So, ich habe momentan auch wieder so einen Trade laufen. Ich mache einen Vorschlag hier an der Stelle. Was heißt ein Vorschlag? Ich brauche keinen Vorschlag machen, ich mache es ja eh. Wenn dieser Trade beendet ist, nehme ich den nochmal auf, also zeige es mal ganz genau an Charts, wann bin ich diesen Trade eingegangen, was ist passiert, wie habe ich ihn repariert. Und es ist jetzt schon so, dass ungefähr nur dieses Beispiel, also ich lag 500 Dollar hinten und habe es jetzt schon um ungefähr 300 Dollar repariert, genau durch so eine Strategie, dass das Ganze eben funktioniert. Das war's für heute, hier nochmal mit der Vertiefung von In-the-Money-Optionen. Und wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Videos, zu Strategien, auch mal zu einzelnen Trades, wo man sagt, ah, wie hätte man mit dem Trade denn besser umgehen können, dann einfach hier in die Kommentare schreiben oder schreibt mir eine Mail, info@optionsstrategien.com, und dann sehen wir uns wieder hier bald im nächsten Video. Das war's für heute und ich habe es lange schon nicht mehr gesagt, deswegen an dieser Stelle mal wieder immer daran denken, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Servus, macht's gut!